Dankeschön. Vielen Dank und schönen guten Abend auch von uns. Ist das eine laue Sommernacht? Das ist doch unglaublich, was wir für ein Wetter mitgebracht haben. Hier hat es ja geregnet und dann kamen wir und schwupps, sieht es so aus. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid, zuhört und das Ganze live erleben dürft. Günther hat es ja schon gesagt, wir haben in dieser Besetzung uns hier zusammengefunden und haben ein paar Videos produziert, die man im Internet bei YouTube sehen kann. Und haben gedacht, das wäre schön, einfach diese Besetzung auch mal dem Publikum zu präsentieren. Und wir spielen heute tatsächlich dann auch den ersten gemeinsamen Live-Auftritt, haben in dieser Formation noch nie gespielt. Aber ich denke, es ist lohnenswert für uns und hoffentlich auch für euch. Die erste Nummer, die wir gespielt haben, das war eine Eigenkomposition, das war Créateur Immobilier, die Hymne des Hauses, extra für Günther und für Gartenheim geschrieben. Und es geht weiter mit einer Komposition von dem großartigen Django Reinhardt. Und da wird es ein Bass-Solo geben. Volker Kamp, der brennt schon drauf, auch für euch zu solieren und zu zeigen, was in ihm steckt. Er ist wirklich top vorbereitet, hat wochenlang geübt für diesen Tag und wird alles rauslassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber mal sehen, wann das Bass-Solo kommt. Spannung bis zum Schluss, ob vielleicht erst alle anderen vorher noch spielen. Die Nummer heißt Blues en Mineur oder auch Minor Blues oder auch übersetzt Moll Blues. Und das Stück ist in G-Moll, das ist eine sehr, sehr schwere Tonart. Es gibt wenige Bassisten, die es jemals geschafft haben, überhaupt da ein Solo zu spielen. Viel Spaß! Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Caravan war das, ein Stück vom Duke Ellington Orchestra, geschrieben von Juan Tissot, der da Posaune gespielt hat. Und dem ist diese wunderbare Nummer eingefallen. Jetzt gibt es wieder einen alten Swing-Klassiker, eine Ballade mit dem schönen Titel If I Had You. Und die wird Timo für uns spielen auf der Trompete, engelsgleich. Ihr habt es gehört im Soundcheck, ich habe geweint. Mehrfach. Mehrfach, weil er es öfter gespielt hat. Und ich hoffe, es geht euch genauso. Viel Spaß mit If I Had You. Thank you.
Simon Isterhoff an der Trompete, der sich jetzt eine Pause verdient hat. Das, nach dieser wunderschönen Ballade. Ein Gitarrenfeature jetzt, ein Stück von Birelli Lagrène, das wir spielen, das heißt Made in France. Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Made in France, Timo ist back. Und wir spielen wieder ein Klassiker aus dem New Orleans Jazz, kann man sagen. Das ist I Found a New Baby. Und ja, mal sehen, was passiert. Viel Spaß. Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch schon jetzt Hunger bekommen habt. Denn wir müssen jetzt eine Pause machen. Das heißt, wir spielen jetzt noch ein Stück, dann gibt es eine kleine Pause. Denn die meisten Kollegen haben mir signalisiert, jetzt wäre mal Zeit für eine zweite Runde Rindfleisch. Oder eine dritte, für viele ja schon. Teilweise auch schon eine vierte Runde, denn die sind ja schon lange hier, haben Soundcheck gemacht, aber das sind halt Musiker, man weiß ja nie, wann es wieder was gibt zu Hause. Das heißt, man nimmt alles mit, was man kriegen kann. Dementsprechend machen wir jetzt noch ein Stück, bevor wir in die Pause gehen. Und ich hoffe, es gibt einen riesen Applaus für die ganze Mannschaft am Kontrabass. Mit dabei aus Duisburg, das ist Volker Kamp heute Abend für euch. Aus Quadrat Ischendorf, der Weltstadt mit Herz, an der Rhythmusgitarre, das ist Sven Jungbeck. Bei ihm weiß man gar nicht, wo lebt er gerade. Er war eigentlich mal lange Zeit in Köln, jetzt ist er in Berlin. Darf ich dich als Berliner eigentlich hier ankündigen? So langsam, ja. So langsam kann man sagen, er ist Berliner. Das ist der wunderbare Gitarrist Freddy Gebhardt. Und du? Wo wohnst du? Köln. Ach, du bist wirklich aus Köln? Nein, nicht gebürtig jetzt, aber... Du kommst, glaube ich, aus Konstanz am Bodensee oder irgendwo die na, Ecke? Ja, Meersburg am Bodensee. Meersburg am Bodensee. Und er hat gesagt, Mensch, was soll ich am Bodensee? Ich ziehe mal dahin, wo es richtig schön ist. Und dann ist er halt nach Köln gezogen. Und heute Abend ist er für euch hier. Timo Nisto! Viele fragen sich natürlich jetzt, wo wohnt denn der Solo-Gitarrist, der in der Mitte sitzt und immer die Ansagen macht, ich wohne im schönen Mönchengladbach. Also wer noch nichts vorhat im nächsten Sommer, da kann man wirklich einen tollen Urlaub verbringen, es gibt wirklich nichts zu sehen. Dementsprechend hat man Zeit, sich auf Freizeitaktivitäten im Hotelzimmer tatsächlich vorzubereiten. Fahrt da nicht hin, aber wenn es dich nicht vermeiden lässt, es ist doch auch schön. Also zumindest da, wo ich wohne, ist ein bisschen schlossähnlich, das Ganze. Und Schloss und Riegel. Schloss und Riegel. Joshua Stephan, vielen Dank, schön, dass ihr hier seid. Und das Tolle ist an dieser Veranstaltung, das ist ja super, dass der Günther das wirklich macht. Man brauchte sich hier nur anmelden. Ich habe gehört, es gab gar keinen Eintritt, den man zahlen musste. Ist natürlich eine wunderbare Win-Win-Situation, denn ich habe wenige hundert CDs mitgebracht und schätze, dass das gesparte Geld jetzt komplett in meine CDs fließen kann. Und ich werde die gleich mal hier auspacken in der Pause. Kommt vorbei und eine Unterschrift gibt es kostenlos. Der Rest muss natürlich bezahlt werden, aber es ist sehr preiswert. Heute nehme ich 15 Euro pro CD. Das war auch schon mal 16 oder 18, je nachdem, wo ich gespielt habe. Aber hier in Hannover spiele ich sehr, sehr gerne. Und da gehe ich mit den Preisen dann auch runter. Kommt gleich in Scharen und kauft, so viel ihr tragen könnt. Letzte Nummer vor der Pause. Das ist eine wunderbare Nummer, die heißt nämlich, wie heißt die eigentlich? Wir haben sie Jungle Book genannt. Das heißt, Disney Dschungelbuch hat der eine oder andere schon mal gehört oder gesehen, zumindest den Film. Und wir haben zwei Nummern ausgewählt, die wir als Medley verschmolzen haben. Boah, war das eine Arbeit. Viele wissen bis heute nicht, wie das Stück funktioniert, aber dann ist ja auch erstmal Pause. Viel Spaß! Wie das noch? Witzig! Fang mal an! Eins, zwei, thank you.
14 Sekunden Platz habe. Du hast aber auch noch 2 Stunden. Hast du auch noch Platz hier? Ja, ist klar. Thank you.
to the food show. Thank you.
Thank you.
Es geht weiter. Bitte Platz zu nehmen. Ja, CDs sind alle verkauft, Rindfleisch ist alle. Wir spielen noch ein bisschen und ja schon, ich würde sagen, ihr könnt 2 Minuten. Achso, gut. Okay, viel Vergnügen. Geht's euch gut? Ihr seid das beste Publikum der Welt. Das muss man mal sagen. Bei dem Wetter hier zu sitzen, zuzuhören, auszuhalten, mir tut am meisten weh, wirklich, wir sind seit Juni wieder unterwegs, das ist toll, aber wir sind so oft jetzt draußen und das Wetter ist nicht gut und Leute kommen in Scharen und bleiben. Und ich muss sagen, ihr seid ein tolles Publikum, so wie wir es in den letzten Wochen hatten. Und ich habe auch überlegt, ihr seid in der Masse ja fantastisch. Wenn ihr in der gleichen Konstellation Konzerte besuchen würdet, das wäre ein Hit. Also immer wieder die gleichen Leute, die zusammen ein Konzert, ich habe da mal drüber nachgedacht. Es gibt ja viele Künstleragenturen und ich wollte mal eine Publikumsagentur aufmachen. Und wir sagen, euch würde ich sofort alle aufnehmen und dann vermitteln. Das wäre eine tolle Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht bleibt ihr einfach nach dem Konzert noch und ich schreibe kurz die Ausweise ab. So, dass, wir, dass ich dann vermitteln kann, wenn Konzerte sind. Da kann man sich dann registrieren. Ja, das ist ja kein Problem. Ja, aber bei mir, ich hab eine eigene App. Die Publikums-App. Wir starten mit einem
Swing-Klassiker, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, aber es ist eine der ersten Nummern, die Django Reinhardt mit dem Hot Club de France aufgenommen hat, 1934, so lange ist es schon her. Der Titel heißt Diner. Viel Spaß. Gustav ist immer gut. Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Das war Artillerie Lourdes. Ein Stück von Django Reinhardt und hat ein bisschen länger gedauert, weil sehr, sehr viele Soli drin waren. Ich habe sogar schon verzichtet, aber das Bass-Solo, das musste einfach sein. Volker Kamp, das Tier, ist wieder rausgekommen. Und dementsprechend müssen wir jetzt bei der nächsten Nummer das Tempo ein bisschen anziehen, damit wir auch das komplette Programm spielen können. Die nächste Nummer, die jetzt kommt, da brauchen wir sonst 8,5 Minuten für. Wir gucken, dass wir das auf 3,5 runterbrechen können. Viel Spaß mit China Boy. Thank you.
Zeit für eine Ballade. Kann man nur sagen. Und es gibt ein schönes Duo mit dem Timo. Und die Nummer haben wir auch aufgenommen hier. Gibt es bei YouTube eigentlich schon zu sehen. Wir spielen sie aber trotzdem. Weil live ist live. Und da kann man jetzt auch sehen, ob wir das wirklich auch richtig gespielt haben. Man weiß ja bei dem Video nie im Nachhinein, ob das alles so war. Weil man kann ja da viel auch nachbearbeiten. Und was haben wir da nachbearbeitet? Unglaublich. Damals. Ja. Damit es einigermaßen geklungen hat. Und optisch, ne? Optisch auch. Optisch haben wir viel nachbessern müssen. Teilweise ganze Köpfe ausgewechselt im Video. Aber heute ist alles echt und live. I surrender dir. Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Wie auf dem Video damals. Du kannst das Playback jetzt ausmachen. Weiter geht's. Ja, jetzt kommt mal was zum Mitsingen. All of Me. Viel Spaß. Wer macht's Demo? Du, Freddy, mal? Ja. Okay. Thank you.
Timo geht schon wieder. Denn wir haben angekündigt, einen Bossa zu spielen. Und das ist ja so ein Gitarrending, muss man sagen. Eine Nummer von Dorado Schmidt, wunderbarer Komponist, Gitarrist, spielt wunderbar Geige aus Frankreich, Gypsy Swing Musiker, mit dem ich öfter mal in Amerika zusammenspielen durfte. Und es ist eine Komposition von ihm, Bossa Dorado. Thank you.
Freddy Gebhardt an der Gitarre. Wahnsinn, der Freddy. Was der da macht, da kann man nur staunend daneben sitzen. Genauso wie der Timo, der jetzt wiederkommt. Hoffentlich. Ah, jetzt einen ganz großen Auftritt liegt dahin. Zwei Nummern haben wir noch für euch. Schafft ihr das noch? Ja! Das schafft ihr doch noch. Also wenn so ein Qualitätspublikum wie hier in Hannover, das hat man selten. Und ich weiß, die kriegen das hin. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch mal eine schöne Ballade ankündigen, das Stück heißt Please Be Kind. Und wir werden wirklich sehr kind sein, indem wir die Gitarre nochmal nachstimmen. Ich glaube, das wäre angebracht. Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt bei diesen Temperaturen. Aber wir sitzen ja auch hier. Wir haben ja auch nicht aufgehört. Wir haben ja auch gespielt. Und ich denke, das ist ein Riesenapplaus wert. Erstmal für den Mann am Kontrabass. Wartet noch. Wartet noch. Lasst jetzt erst alles raus, wenn ich sage, am Kontrabass mit dabei. Volker Kamm. Yeah. Tumult. An der Rhythmusgitarre Special Effects hat er auch beim letzten Stück noch aus Quadrat Ischendorf. Das ist Sven Jobeck. Rhythmus und Solo-Gitarre hat wirklich hier ein Feuerwerk abgeliefert. Das ist der wunderbare Freddy Gebhardt. Yeah. Eine goldene Trompete. Ist die überhaupt Gold? Was ist denn das? Echt Gold. Echt Gold. Er kann sich's leisten. Wenn man so spielt, kein Wunder. Bitte einen Riesenapplaus für Timo Nisterrock! Ja, und ich sag mal, über einen kleinen Applaus würde ja auch ich mich freuen. Ich bin ja auch so ein ganz sensibler Typ und aus Mönchengladbach extra angereist. Joshua Stefan, vielen Dank! Aber nein, dankt nicht mir. Dankt Günter Hese und seinem Team, die das alles hier möglich gemacht hat. Vielen Dank an diese wunderbare Küche. Das hat ja geschmeckt, das war ja unglaublich. Getränke, ich habe ja selten so lecker getrunken. Also ich bleibe hier, glaube ich, bis zum nächsten Konzert. Das ist zwar erst Ende September, aber ich bleibe vielleicht einfach hier. Wenn das jeden Tag jetzt so ist. Ich weiß es ja nicht, aber ist egal. Wie gesagt, so schön war's und wir wollen uns verabschieden mit einem Klassiker des Swing-Genres, auch des Gypsy-Swing. Ich glaube, Django Reinhardt ist derjenige, von dem es die meisten Aufnahmen gibt. Der hat 7, 8, 9, 15, 100 Mal aufgenommen. Minimum. Das Stück heißt Sweet Georgia Brown. Was guckst du mich so an? Noch nie gehört, oder was, den Titel? Er guckt so, als wenn er das Stück nicht kennt. Was ist das überhaupt für ein Stück? Sing mal, wie geht das nochmal? Sweet Georgia Brown. Ich glaube, das spielen wir jetzt in, ach, haben wir gesagt, mit F geht's los. Eine kleine Info für euch, sind ja vielleicht Musiker da. Genau. Viel Spaß zum Abschluss, Sweet Georgia Brown.
Was? Das kommt ja so spontan und ungezwungen. Da machen wir noch eins. Und jetzt kommt die Hymne des Gypsy Swing, wie man so schön sagt, zum Abschluss der Minor Swing. Und ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal gerne. Es gibt noch Rest-CDs. Wer Interesse hat, kann auch mal auf die Webseiten der einzelnen Künstler gehen. Sofern sie eine haben, kann sich da zum Newsletter anmelden, schauen, wo wir sonst noch in der Gegend sind. Ja, trotz des doch, wie soll man sagen, etwas kühleren Wetters hat es uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, für euch zu spielen. Vielen Dank, dass ihr ausgehalten habt und uns bis zum Ende zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Zum Abschluss der Minor Swing.
Vielen Dank, Freddy Gebhardt, Sven Jungmeck, Volker Kamp, Timon Nistrup und Joshua Stefan. Dankeschön, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.